Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Extreme G XG 2. Und ja, heute schauen wir uns den Arcade-Modus an, beziehungsweise Arcade, ne? Training auch nicht. Denn wir haben hier im... Na, wo ist es? Im Extreme-Turnier haben wir nichts Neues freigespielt. Ich weiß nicht, ob man krasser spielen muss, wenn ihr wisst, was ich meine. Oder ob man hier erstmal den Arcade-Modus machen sollte. Hä? Strecke wählen? Nee. Das wollen wir eigentlich nicht. Ja, helft mir mal. Schreibt's mal in die Kommentare, was ich machen muss, um da weitere Cups freizuschalten. Also ich gehe jetzt mal wieder auf Extreme Turnier. Und dann machen wir nochmal radioaktiv auf krasser. Oder? Wenn ihr es besser wisst, schreibt's mir einfach. Dann werde ich das im nächsten Video umsetzen. So, welchen nehmen wir denn jetzt mal? G-Spark, Boomster. Ja, ich glaube, nee, der ist nicht so toll. Den könnte man aber mal nehmen. Wraith. The Black Man. Sei Vierter zum Qualifizieren. Aquanor, U-Boot, Bucht. Ja, die Strecken, die kennen wir ja schon aus dem ersten Part des Let's Plays. Da bin ich mal gespannt, wie der Schwierigkeitsgrad von krass auf krasser, wie der sich verändert. Go! Es geht los. Direkt mal verkackt am Anfang. Okay, dann benutzen wir mal den Boost hier. Multiple Missile. Und wir sind direkt Achter. Oh nein, das wollte ich nicht. Okay, überholen wir hier mal alle. Ein paar Shoots nach vorne. Wow. Anscheinend sind es doch dieselben Strecken. Und in irgendeinem Part hatte ich, also entweder am ersten oder am zweiten, ich habe es jetzt nicht gefunden, um es als Annotation dran zu schreiben, hatte ich geredet, was es für futuristische Racer gibt. Und da ist mir Wipeout ganz entfallen. Tut mir leid. Natürlich gibt es auch noch Wipeout für die PlayZ und für die N64 etc. Das könnte ich mir vielleicht auch irgendwann mal anschauen, aber ich will ja jetzt nicht hier immer dasselbe Zeug spielen, sondern auch ein bisschen Abwechslung. Aber Wipeout habe ich auch noch nicht so viel gespielt. Muss ich ehrlich zugeben. Motor. Boom, boom, boom. Ah! Fuck! Okay, also die gehen hier schon heftiger ab. So, fragen wir den mal weg. Wow. Ach, hier gibt es ja nur dieselben langweiligen Items. So, das ist jetzt hier, glaube ich... Nein! Warum? Das Bike ist kacke. Und mit der Waffe treffe ich nie. Schon wieder, fuck you. Ich komme mir so extrem langsam vor, irgendwie. Yeah, voll erwischt. Geil. Okay, er hat Multiple Missile. Du Arsch! Fuck, was machen wir denn jetzt? Wie ich es auch mitbekommen habe, soll das Spiel ja, wenn ihr es noch original auf der N64 Cartridge habt, könnt ihr das ja mal wieder einstecken in eure N64 und das soll ja extrem laggen. So
So wie ich das mitbekommen habe. Okay, wir werden leider nur Dritter. Was? Heftig. Ja, so auf dem N64 soll das echt fast unspielbar sein. Die Leute haben es immer in Erinnerung, dass es cool wäre, aber aus mehreren Forum-Posts konnte ich entnehmen, dass es extrem laggt. Vor allem, wenn mehr als drei Leute auf dem Bildschirm zu sehen sind. Also, wir haben hier wirklich den Luxus, ja. Müssen wir jetzt hier Erster werden? Oder wurde ich gar nicht Erster beim letzten Teil? Das kann auch sein. Naja, ich werde mir das nochmal anschauen und die Tabelle prüfen. Aber ich meine, wir waren da Erster, ne? Wir haben da ja auch irgendwas freigespielt, was ich nicht so ganz verstanden habe. Bam, 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 das bringt gar nichts. Was ist denn das? Okay, wir müssen jetzt mal Erster werden hier. Wow, Speed. Nein. Warum verkacke ich's immer? Ach, fuck you. Side Cannons. Die können wir ja mal einsetzen. Die sind ganz interessant, aber haben auch keinen großen Effekt. Boom. Mach Platz da. Oh Gott. Oh. Oh, das ist diese Strecke. Ich finde das ja extrem stylisch hier mit dieser Abfahrt und wieder Auffahrt. Okay, so. Fahren wir mal hier lang. Ich glaube, das ist kürzer. Ja, ist es. Power Shield. Ja, nutzen wir den natürlich. Boah. Och, komm schon. Warum? Gut, wir sind aber immer noch Erster. Das ist gut. Wir müssen hier auf jeden Fall immer die Abkürzungen nehmen. Und hier bei diesen Auffahrten aufpassen. Okay, wir haben eine Missile. Eine Missile. Ich bin ja der Meinung, dass die Sprecherin hier mit einem gewissen Akzent redet. Was ich aber begrüße, weil die hört sich echt gut an, oder? Okay, wir können keinen Boost einsetzen. Und das mit dem Mega-Boost verstehe ich auch noch nicht so ganz. Okay, hier so und jetzt rechts. Wunderbar. Letzte Runde. Jetzt bloß nicht an die Wand fahren. Wir haben gerade einen schönen Speed drauf. Boah. Glück gehabt. Aber an Speed verloren. Irgendwie kriege ich das mit den Tunneln hier nie so richtig hin. Gut, wir sind einsam an der Spitze. Das begrüße ich aber. Ich sollte trotzdem weiterhin gut fahren. So, hier rein. Dann geht es gleich runter in diesen Tunnel. Jetzt. Aber ich kann keinen Boost einsetzen. Warum? Wer Bescheid weiß mit dem Boost, der kann mir das gerne mal in die Kommentare schreiben und erklären. Ich habe keinen Plan. Wieso? Was ist das für eine Regelung? Kann ich nur dreimal den Boost einsetzen? Oder vielleicht öfter? Oder kann man den aufladen? First place. Ich weiß es nicht. First place. Wunderbar. So, wie sieht die Tabelle aus? Hier, wir sind Zweiter.
Wir müssen jetzt auf jeden Fall nochmal Erster werden. Wahrscheinlich ist der, der in der ersten Runde Erster wurde, jetzt Zweiter geworden. Und wir waren ja Dritter. Ja, wir müssen auf jeden Fall Erster werden. Wir wollen ja den Goldpokal, wa? Das finde ich hier immer extrem stylisch. Go! Okay, jetzt sind wir wieder hier in der Röhre. Nutze auch mal den Boost. Nein! Nicht mich erwischen! Bitte nicht! Okay, soweit ich weiß, ja, hier muss man aufpassen. Wunderbar. Aber die gehen hier extrem ab. Es wird schwierig, auf dieser Strecke Erster zu werden, muss ich sagen. Boah! Ah! Nein! Das ist gar nicht gut, was hier gerade passiert. Na toll, Headlight. Benutzt die mal. Jetzt habe ich schon wieder die falsche Taste gedrückt hier, verdammt. Okay. So. Puh, 7. von 8. Das ist gar nicht gut und jetzt werden wir auch noch... Alter! Game over! Scheiße, die sind wirklich krasser. Oh, wie traurig der ist. Scheiße. Nein! Was ist denn jetzt? Wie, komplett verkackt oder was? Nein! Was ist das denn? Ist das Kacke. Jo, was machen wir denn jetzt? Hm, ja, machen wir das nochmal, oder? Radioaktiv. Krasser. Und den mag ich nicht. Hier, wir nehmen wieder Surge, den vom ersten Part. Alter. Das geht ja mal gar nicht. Okay, das heißt, wir dürfen kein einziges Mal Game Over gehen. Das ist schon mal hart. Ansonsten wird der gesamte Cup abgebrochen. Okay, so. Wir sind ja schon mal in Führung. Aber wurden gerade erwischt von irgendeiner Scheiße. Wow! No! Wie schnell die immer wegdüsen. Fuck you. So, hier lang. Ah! Ah! Fuck! Das darf nicht so oft passieren. Voll erwischt. Mir aber auch nicht so viel gebracht. Voll erwischt. Aber er mich auch. Glaube ich. Ich glaube, dass der Bildschirm immer orange wird, wenn man erwischt wird. So, das ist hier diese, keine Ahnung, Flag Cannon nenne ich das jetzt mal. Oder Minenleger nach vorne. Ach komm schon, Mann. Warum fährst du an die Wand? So, fahren wir mal hier rechts lang. Wow. Okay, er hängt an unserem Arsch dran. Sehe ich hier gerade auf der Map. Hm. Mich würde mal interessieren, ob wir den... Boah, das war knapp. Ob ich den Boost jetzt wieder anwenden kann.
Jau! Perfekt. Okay. Ja, so ein bisschen Abstand habe ich, ja. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott! Nicht gut. Auf jeden Fall ist der Gegner nicht mehr auf der Map sichtbar. Gerade war er es wieder ein wenig. Oh nein, jetzt war ich hier schon wieder rechts. Okay, das war doch perfekt. Yeah! So muss das laufen. Genau so. Okay, puh. Ja, aber die erste Strecke, ne, die ist ja auch easy peasy. Die Strecke, ja, die geht auch klar. Aber die dritte, die ist übel. Auf jeden Fall. Hm. Hoffentlich verkacken wir es jetzt nicht nochmal, ne? Weil dann ist die Episode vorbei und Scheiße. Scheiße war's. Diese Strecke hat auch so einen echt strange Soundtrack. Aber geil, auf jeden Fall. Boom! Oh Gott. Boah! Scheiße. Lass mich! Ich muss zum ersten vordringen. Ah, fuck, ich hätte nach rechts fahren müssen. Okay, erster. Hier rechts. Ah! Da mal rauf. Hier runter. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Multiple Missile. Ja, mag ich nicht. Boom. You got boost power. Okay, das war jetzt die erste Runde. Was ist denn das da für ein Item, das da immer liegt bei dieser Abzweigung? Ist das der Schild? Boah, 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 das klappt ja schon mal. Trotz Speedverlust. Oh, jetzt bloß nicht aufgeregt werden. Aber es sieht doch ganz gut aus, oder? Die Frage geht jetzt an euch Veteranen da vor dem Bildschirm. Motor. Oder Motor. Oder hast du nicht gesehen, was die meint? Fuck, extremer Speedverlust. Ja, die haben ja auf jeden Fall super mit diesen ganzen Leuchteffekten gearbeitet. Das hat die N64 dann wahrscheinlich auch in die Knie gezwungen. So, das... Ah, man kann die auch wegwerfen. Ah, cool. Und jetzt will ich mir das mal holen. Und... Oh. Ah, okay. Das ist so eine Rakete. Wow, wow, wow. Wow. Hier lang. Ganz ruhig. Ja, einsam an der Spitze. Ne, jetzt mal hier unten lang fahren besser. Wir fahren 500 km/h pro Stunde. Km/h pro Stunde. Km/h heißt doch schon Kilometer pro Stunde. Km/h pro Stunde. Fuck. Es liegt an meiner Konzentration hier. Müsst ihr verstehen. Ah, man kann auch nach hinten schauen. Das ist ja mal was Neues. So. First
Also jetzt bin ich doch wohl mal krasser als die da. Bam. Bam. So, aber jetzt kommt wieder die Todesstrecke. Die Game-Over-Strecke. Mal sehen, ob das diesmal etwas wird. Wir müssen einfach nur nach vorne. Dann können die uns auch nicht kaputt machen. Kaputt machen. One. Go. Boom. Direkt erstmal Boost einsetzen. So ein bisschen hier nach links. Nee, so ist schon okay. Okay, so. Okay, jetzt muss ich mich hier aber wirklich konzentrieren. Was ist denn das, was ich hier habe? Boah, das ist das Teil. Selber gefickt. Und jetzt laggt's hier doch noch. Selbst das Projekt 64 kann da nicht mithalten. Bei dieser Grafikpower. Was ist das? Ich setz mal ein. Was war denn das? Boom! Sitzen uns im Nacken. Wow. Speedverlust, scheiße. Okay, aber die sind nicht zu sehen. Ach du Scheiße, voll verkackt. Der zweite ist direkt hinter uns. Powershield, wunderbar. Den brauchen wir jetzt. Hier fliegt mir nämlich zu viel auf der Strecke herum. Boah, das hat geklappt. Okay, jetzt geht's hier so leicht nach rechts. Man sieht hier aber auch wirklich gar nichts in diesem Tunnel. Fuck. So, können wir den Boost nochmal benutzen? Ja. Wunderbar. Niemand ist hinter uns. Das hat auch gut geklappt. Sehr, sehr gut. Eine Missile. Okay, und das ist so wie ein roter Panzer. Die verfolgt nämlich die Ziele. Das ist sehr gut. Und es sieht gut aus, Leute. Wir könnten es schaffen. Boah, gut, dass ich da nicht raufgefahren bin. Wenn ich jetzt auch mal hier weniger an die Wände fahren würde. Wunderbar. Genau das wollte ich hören, liebe Dame. Yes, yes. Yes, yes. Okay, 24 Punkte. Ich glaube, richtig verkacken können wir es nicht mehr, außer wir haben wieder ein Game Over. Was aber, denke ich mal, nicht passieren wird. Das denke ich nicht. Nee. Zwei, eins, los. Bam, direkt erstmal Boost einsetzen und wahrscheinlich gleich bereuen. Nee, bisher noch nicht. Ah, wow. Nee, läuft doch. Okay. Wir müssen da nicht hoch. Railgun, perfekt. Ach fuck, ich hätte noch mit dieser Waffe warten sollen. Es ist ja niemand um mich herum. Boah, fuck you, Alter. Wieso schießt du nicht nach hinten, Railgun? Was soll denn das? Okay, so nah seid ihr ja nicht an mir dran. Gott. Oh Gott. Ich will kein Game Over haben. So, abgeballert. Oh nein, nein, nein. Boost. Motor brauche ich nicht. Weg damit. Hier, was ist das? Ah! Perfekt.
Boah, jetzt laggt sie aber wieder. So laggt es dann wahrscheinlich auch auf dem N64. Okay. Das benutze ich erst, wenn wirklich... Ah! Ihr Wichser! Okay, das schießt das nach hinten so ein wenig. Jetzt geht's hier wieder runter und hier lang. So. Oh! Boost! Side Cannons kann man auch benutzen. Oh Gott. Okay, er kommt näher. Wow! Diese Cannons verwirren mich. Jetzt kommt hier, glaube ich, wieder eine Abzweigung, oder? Ja. Also hier lang, hier, hier, links, rechts, rechts. Wow. Fuck. Goxinity Mine. Blub, 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 blub. Leader Missile. Oh, Leader Missile. Die setze ich jetzt mal nicht ein. Denn wir sind ja der Leader. The Leader of the Free World. Was sage ich jetzt? Viermal First Place. Ich bin der... Nicht der krasseste, aber krasser als der krasse. Yeah. Zeig mir die Punktetabelle. Die freut sich wieder. Oh, yes, yes, yes. Player 1. 32 Punkte. Wunderbar. Congratulations. Yeah, Breakdance. Die Bewegungsabläufe sehen so realistisch aus. Glückwunsch, wie wäre es, wenn du unter dem Namen Linear ins Rennen gehst? Versuche es nur mit kritischer Masse. Das haben wir auch schon das letzte Mal gehört. Was heißt das? Schreibt es in die Kommentare, verdammt. Unter dem Namen Linear? What the fuck? Kritische Masse habe ich auch schon probiert. Naja, gut. Drücken wir mal A. Ja, jetzt sind wir wieder hier. Und ja, immer noch nichts Neues. Also wie gesagt, wenn ihr wisst, was ich machen soll, schreibt es bitte in die Kommentare. Ich schaue mir nochmal Part 2 an, ob ich da auch wirklich Erster war. Und wenn nicht, mache ich nochmal den Cup. Und bis dahin sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.